Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich, Sie durch eine neue Ausgabe unseres Kanal 3 Obersteiermark Magazins führen zu dürfen. Und wir starten wie gewohnt mit unserer Themenübersicht. Wir waren beim Pressegespräch zur AirPower 2019, haben den Gaming-Begeisterten bei den iGames in Zeltweg über die Schulter geschaut, haben Infos für Sie über das Projekt Sachs der Region der Innovationsregion Murtal und wie immer gibt's einen neuen Besserwisser-Check powered by Stadtwerke Judenburg AG. Am 7. September findet das 10. Steirische Milchfest mit Almabtrieb in der Gall statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein tolles Jubiläumsprogramm, wie wir kürzlich beim Pressegespräch erfahren haben. Die Steiermark überzeugt bei der Milchproduktion mit höchster Qualität. Zudem sind die österreichische Milch und daraus hergestellte Produkte frei von Gentechnik. Beim alljährlichen steirischen Milchfest mit Almabtrieb dreht sich wieder alles um das weiße Gold. Heuer ist Jubiläumsjahr, denn die Großveranstaltung findet zum 10. Mal statt und gleichzeitig werden 15 Jahre Heumilch gefeiert. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist gesorgt. Zahlreiche kulinarische Schmankerl wie Frischmilch, Eis oder Käsespätzle werden aufgewartet und musikalische Darbietungen sorgen für gute Stimmung. Bei der großen Verlosung gibt es unter anderem ein Zuchtkalb, ein Hüttenwochenende oder Bauernkörbe zu gewinnen. Aber auch die Kleinen sollen auf ihre Kosten kommen. Die Gewinner des Milchmahlwettbewerbs werden bekannt gegeben und dürfen sich auf tolle Preise wie Mountainbikes oder Riesenmahlkästen freuen. Ziel des Wettbewerbs war es, das Thema Milch in die Schulen zu bringen. Den Kindern soll der Weg der Milch von der Kuh bis ins Glas bewusst gemacht werden. Von der Frischmilch über zahlreiche Verarbeitungsstufen bis hin zum Endprodukt. Beim Milchfest haben die Menschen die Möglichkeit, den Bäuerinnen und Bauern über die Schulter zu schauen. Regionalität und Nachhaltigkeit werden großgeschrieben. Die gesamte Wertschöpfungskette der heimischen Milch bleibt in der Region. Voriges Jahr wurden 20 Jahre iNetz GmbH gefeiert und dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen und die iGames ins Leben gerufen. Zur Freude aller Gaming-Begeisterten touren diese wieder von Gemeinde zu Gemeinde und machten kürzlich in der Sporthalle Zeltweg Halt. Der Kindersommer bietet immer ein breit gefächertes Ferienangebot für Kinder und Jugendliche. Neben traditionellen Sportarten dürfen auch E-Sports nicht zu kurz kommen, denn diese werden bei der Jugend immer beliebter. Umso größer ist die Freude, wenn die iGames der iNetz GmbH wieder durch die Gemeinden touren. Vor wenigen Tagen wurden sie in Zeltweg ausgetragen. Im Sportzentrum stand daher Gaming, Gaming und nochmals Gaming auf dem Programm. E-Sports gehört natürlich dazu, wenn man sieht, dass ein Österreicher fast 3 Millionen Euro gewonnen hat bei den E-Games. Also es wird natürlich immer wieder beliebter, aber ich bin natürlich auch froh, dass es im Sportzentrum natürlich aktiven Sport da gibt, aber das gehört genauso dazu und mir macht es einfach Spaß und es ist eine Freude, dort zu zuschauen, wie die Kids sich einhängen und wie sie konzentriert sind und natürlich, es bietet sich da im Foyer, im Sportzentrum optimal an als Alternative zum aktiven Sport. Zahlreiche Kids nahmen in den Rennsesseln Platz oder duellierten sich auf dem virtuellen Fußballplatz, um die beste FIFA-Spielerin oder den besten FIFA-Spieler der Gemeinde zu eruieren. Neben den tollen Preisen, die es zu gewinnen gab, stellte auch die Virtual Reality Brille wieder ein Highlight dar. Diese ist bei den Mädchen und Burschen immer besonders beliebt. Ja, heute sind wir zum zweiten Mal im Sportzentrum. Voriges Jahr waren wir bereits zu Ende der Ferien hier. Jetzt das zweite Mal. Wir spielen ein kleines FIFA-Turnier, wie immer. Die Kids freuen sich. Ich glaube, in Summe waren an die 30 Kinder hier in diesen 2 Tagen, waren wir hier zu Gast waren. Ein großes Danke an die Stadtgemeinde Zeltweg, an den Geschäftsführer Günter Reichhold vom Sportzentrum hier, dass er uns die Räume zur Verfügung stellt und mithilft bei der Organisation. Danke und wir freuen uns auf ein schönes Spiel. Die iGames sind ja Teil des Ferienprogramms. Es müssen ja nicht immer nur traditionelle Sportarten auf dem Programm stehen, sondern auch mal E-Sports. Naja, das Modewort E-Sport, das pumpt unter den Jugendlichen, nicht immer im Sinne der Mütter vielleicht, aber das pumpt natürlich. Wir spielen hier allerdings keine Shooterspiele, sondern wir spielen hier wirklich FIFA und bleiben unserer Linie treu.
Die iGames sind ein Muss für alle Videospielbegeisterten. Sie bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in die Gaming-Welt einzutauchen und Equipment auszuprobieren, das vielleicht nicht jeder zu Hause hat. Alle Infos und Termine gibt es auf der Homepage www.igames.at. Nach 3 Jahren Pause läuft jetzt der Countdown zur AirPower 2019. Wir fliegen auf Österreich, so lautet das Motto der europaweit größten und spektakulärsten Leistungsschau von Zivil- und Militärluftfahrzeugen. Bei der kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz konnte man schon mal einen Einblick erlangen, was die Menschen alles erwarten wird. Ready for Takeoff. Einen zarten Vorgeschmack auf das, was bald zu sehen und zu hören sein wird, bekamen die Pressevertreter, die aus ganz Österreich nach Zeltweg in den Fliegerhorst Hinterstoisa angereist waren. Die nunmehr 8. AirPower steht in den Startlöchern. Die größte Leistungsschau von Zivil- und Militärluftfahrzeugen. Das ist die größte Flugshow Europas, die wir hier in Zeltweg und damit im grünen Herzen Österreichs in der Steiermark haben. Es werden 300.000 Besucher erwartet und daher freue ich mich natürlich, weil das für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für den Tourismus eine gute Sache ist. Die Steiermark ist für ihre Herzlichkeit und Gastlichkeit bekannt. Und in der Heimat sein Können unter Beweis zu stellen, ist doppelt schön. Man merkt sprichwörtlich einfach die Begeisterung der Leute, überhaupt, wenn auch österreichische Piloten hier auf österreichischem Boden fliegen. Und es ist für uns ein besonderes Feeling. Also wenn man jetzt vom Display zurückkommt und an der Zuschauermasse vorbeirollt und einfach die Hände hoch merkt und man hört es leider nicht ganz, aber man sieht eben, dass geklatscht wird und dass eine Begeisterung da ist. Und man merkt schon, also, dass die Fliegerei in der Bevölkerung und in der österreichischen Bevölkerung sehr verwurzelt ist. Die Choreografie der Flying Bulls, des Red Bull Skydive Teams, gemeinsam mit Fallschirmspringen wird nur eines der Highlights bilden. Gerade die historischen Flugzeuge begeistern nicht nur die Zuschauerinnen. Einerseits Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch die Jets der ersten und zweiten Generation, wie eine Sukhoi 22, eine F-86 Sabre, also wirklich wunderschöne Flugzeuge, die man hier bestaunen kann. 6.500 militärische und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zur AirPower 2019 bei. 210 Fluggeräte aus 20 Nationen werden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher mit spektakulären Vorführungen begeistern. Ein Ausstellungsbereich sowie Gastrozonen, Sanitäts- und Security-Bereiche sowie eine Kinderbetreuung werden angeboten. Freitag und Samstag beginnt das Programm ab 9 Uhr. Sonderzüge werden die Menschen zum Gelände bringen. Der Eintritt ist frei. In der Mikrowelle kann man ja bekanntlich so einiges zubereiten. Das haben sich auch unsere Ferialpraktikantinnen gedacht und interessante Desserts zusammengetragen, die man ganz einfach mit Hilfe einer Mikrowelle anrichten kann. Für das beliebte amerikanische Lagerfeuergericht, die sogenannten S'mores, benötigen Sie Marshmallows und Schokoladenbutterkekse. Legen Sie den Marshmallow auf einen Keks. Geben Sie dies für 10 Sekunden in die Mikrowelle. Und schon sind die leckeren S'mores fertig. Für die Schokoladenbanane benötigen Sie lediglich eine Banane, Zartbitterschokolade und einen Schuss Zitrone. Schneiden Sie zuerst die Schokolade klein und halbieren Sie die Zitrone. Schälen Sie nun die Banane und schneiden Sie sie einmal der Länge nach durch.
legen Sie die Banane mit der Schnittfläche nach oben auf einen Teller. Verteilen Sie nun etwas Zitronensaft über den Bananenhälften und legen Sie die kleinen Schokoladenstücke auf die beiden Hälften. Stellen Sie den Teller für 5 Minuten in die Mikrowelle. So schnell geht es ein bisschen andere süße Dessert. Für das Topfendessert benötigen Sie ein Ei, 2 Esslöffel Speisetopfen, 2 Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Vanillezucker. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und zu einer glatten Masse rühren. Dann in eine Tasse geben und in der Mikrowelle bei mittlerer Hitze etwa 3 bis 5 Minuten stocken lassen. Das fertige Topfendessert müssen Sie nur mehr auf einen Teller stülpen und mit Zimt bestreuen. Im Rahmen des Projekts Sachs der Region, der Innovationsregion Murtal, können sich alle Bürgerinnen und Bürger an einer positiven Entwicklung der Region beteiligen. Und zwar mit Ideen, Vorschlägen und Anregungen. Einige Vorschläge sind bereits realisiert worden. Heti Varitetti war gestern, heute wird direkt angepackt. Im Rahmen des Projektes Sachs der Region, der Innovationsregion Murtal, können sich alle Bürgerinnen und Bürger an einer positiven Entwicklung im Murtal beteiligen und Ideen zur Verbesserung ihrer Gemeinde oder der Region einreichen. Um das Projekt Sachs der Region geht es um ein Leader-Projekt der Innovationsregion Murtal, wo die Bewohnerinnen und Bewohner, die Bevölkerung, ihre Ideen in den einzelnen Gemeindestuben, aber auch an exponierten Plätzen abgeben können. Sie können es aber auch online oder über Facebook machen. Und wir versuchen dann, Projekte in den einzelnen Gemeinden auch zur Umsetzung zu bringen. Das heißt, die Bevölkerung kann ihre Ideen einbringen und wir in den Gemeinden sind dann durchaus sehr positiv demgegenüber in der Umsetzung. Unter dem Motto Heti Varitetti war gestern, sagen wir es jetzt der Region, um unsere Gemeinden, um unsere Region positiv weitergestalten zu können. Einer der umgesetzten Vorschläge wurde kürzlich in Graubart präsentiert. Die vormals sehr holprige Larsstraße wurde auf einer Länge von 3 Kilometern erneuert. Das freut Auto- und Radfahrer gleichermaßen. Ja, wir sind ein Mitglied der Innovationsregion Murtal in Graubart und die Straße war schon ein größeres und länger geplantes Projekt. Und wir haben natürlich durch das Sachs der Region dieses Projekt bevorzugt und natürlich auch umgesetzt. Und deswegen haben wir auch große Freude daran. Das Projekt hat natürlich auch lange Vorlaufzeit gehabt und deswegen hat es länger gedauert. Aber am Ende des Tages war Sachs der Region ausschlaggebend, dass wir dieses Projekt umgesetzt haben. Auch in Jugendburg wird bereits fleißig an der Umsetzung von Ideen und Vorschlägen gearbeitet, zum Beispiel in Strettweg. Es ist so, dass wir vor einigen Jahren den Spielplatz auf der Westseite der Tennishalle auf die Ostseite verlegen wollten, weil das einfach Sinn macht, weil der Großgarten da ist. Und da ist angeregt worden, dass man einen Zaun rundherum macht und den haben wir jetzt umgesetzt. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Vor allem, wenn man sieht ja, dass das eine oder andere umgesetzt wird. Es kann nicht alles gleich und sofort umgesetzt werden, aber vieles wird doch in relativ kurzer Zeit umgesetzt und deswegen nur weiter so. Wie schaut es in Jugendburg aus? Haben Sie sich schon ein paar Ideen oder weitere Vorschläge angeschaut? Es sind ein paar Dinge gekommen. Da sind wir dabei, auch das auszuarbeiten. Da geht es um Skaterpark, da geht es um verschiedene Sportmöglichkeiten, Möglichkeiten zu irgendwelchen Kursen, Tai Chi und wie immer die heißen, dass man das machen kann. Dann ist ja auch geplant ein Motorikpark im Europapark. Und dort kann man sowas dann durchaus in den nächsten Jahren umsetzen. Das LEADER-Projekt Sachs der Region wurde von der Bevölkerung begeistert aufgenommen. Seit dem Start Anfang Mai sind jede Menge Ideen und Vorschläge in die Ideenboxen eingetrudelt.
Ja, wir haben schon ein paar Dutzend, um nicht zu sagen fast schon 100 Projektideen gesammelt, die an die Gemeinden bereits weitergegeben, so es eine Gemeinde direkt betrifft. Wenn es überregional wirkt, sammeln wir es noch ein bisschen weiter, um es in weitere Konzepte einfließen zu lassen. Und ja, wir setzen dann dementsprechend diese vielen, vielen, vielen Ideen hoffentlich alle um. Wir haben sehr, sehr positives Feedback bekommen. Viele freuen sich, dass die Ideen aufgenommen werden, dass sie umgesetzt werden, dass dort also wirklich was getan wird, dass wir den Leuten auch wirklich zuhören, so wie es die Gemeinden ja im Großen und Ganzen ja schon immer tun, aber grundsätzlich auch niederschwellig an die Leute herangetreten wird und dementsprechend umgesetzt wird. Ja. Ziel des Projektes ist es, die Region Murtal noch lebenswerter, innovativer und freundlicher zu gestalten. Wenn auch Sie Ideen oder Vorschläge haben, dann zögern Sie nicht und beteiligen Sie sich am Projekt. Egal ob über Facebook, die Homepage der Innovationsregion Murtal oder auch über die eigens dafür aufgestellten Ideenboxen in den Gemeinden. Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. In Österreich drohen beim Überziehen des Kfz-Pickels Strafen bis zu 5.000 Euro. Glücklicherweise gibt es eine Toleranzfrist, aber wie lange darf die Plakette abgelaufen sein? Sie waren wieder gefragt in unserem Besserwisser-Check, powered by Stadtwerke Judenburg AG. Wie lange darf das Kfz-Pickerl maximal abgelaufen sein? Ein Monat. Ja, 2 Monate. 6 Monate. Ein Monat. Ich glaube, 1 Monat oder so. Ein Jahr? 3 Monate. Auto. Ich habe kein Auto. ein Jahr? 3 Monate. Die Lions Club Benefiz Megaparty im Veranstaltungszentrum Obdach. Am Samstag, den 14. September, ab 20 Uhr wird Egon 7 ordentlich einheizen. Tickets gibt's beim Lions Club Bad St. Leonhard Obdach und bei den Raiffeisenbanken Oberes Lavantal und Zirbenland. Der Tauernwindpark lädt zum Kirtag und Familienfest. Am 14. September von 11 bis 17.30 Uhr im Tauernwindpark. Anlässlich zur Wiedereröffnung gibt es freien Eintritt und Attraktionen für die ganze Familie. Kirtag und Familienfest am 14. September von 11 bis 17.30 Uhr im Tauernwindpark. Das Basis-HD-Paket jetzt neu im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Das Basis-HD-Paket gibt es um 7,90 Euro im Netz der Stadtwerke Judenburg AG. Herzlich willkommen bei Autoreiter. Unsere Werkstätte für alle Marken. Wir spänkeln und lackieren in Top-Qualität. Ob neu oder Gebrauchtwagen, wir sind gerne für Sie da. Wir restaurieren auch Ihren Oldtimer in Spitzenqualität zum fairen Preis. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive.
Auf rund 950 Metern Seehöhe in Oberwölz thront die Burg Rothenfels und das schon seit mehreren Jahrhunderten. Demnach gibt es über das imposante Bauwerk viel zu erzählen und meine Kollegin Verena Wehr hat sich mit dem Burgherrn Philipp Steiner getroffen. Unser Interview diese Woche. Das Interview der Woche widmet Ihnen Frenzy American Diner in Zeltweg. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche. Ja, dieses Mal sind wir in Oberwölz zu Gast bei der Burg Rothenfels und mein Gesprächspartner ist Philipp Steiner, Eigentümer der Burg Rothenfels und Obmann der Burgfreunde Rothenfels. Danke, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben. Bitte gerne. Zuerst mal zur Burg Rothenfels selbst. Wie ist denn die Geschichte der Burg? Die Geschichte der Burg ist eigentlich eine sehr spannende. Und zwar wurde die Burg im Jahre 1007 das erste Mal erwähnt. Das bedeutet, die ältesten Fundamente sind etwas mehr als 1000 Jahre alt. Und danach war die Burg 800 Jahre lang im Besitz des Hochstifts Freising bei München, also kirchliches Besitztum. Und nach 1803, bei der Säkularisierung, wurde die Kirche entmachtet durch Enteignungen. Und die Burg Rothenfels kam dann in Privatbesitz und es folgten ein paar wechselnde private Besitzer, die immer wieder durch Erbstreitigkeiten oder zu große Investitionen die Burg verkaufen mussten. Und schlussendlich ist unsere Familie hier gelandet vor ca. 50 Jahren. Ja, also Ihre Familie ist seit 1968 jetzt Eigentümer hier. Was hat sich denn seitdem getan? Ja, mein Großvater hat eigentlich sehr viel investiert in den Forstbetrieb bei uns, der da dazugehört. Und auch in die Burg selbst, also er hat zum ersten Mal Wasser und Strom eingeleitet in die vielen Räumlichkeiten, die sich bei uns da befinden. Und mein Vater hat gemeinsam mit meinem Großvater den Campingplatz aufgebaut rundherum und auch in der Burg die Möglichkeit geschaffen, Veranstaltungen durchzuführen und Gäste aufzunehmen. Ja, und nun versuchen wir das Beste zu tun, um dieses Baudenkmal für die Zukunft zu erhalten. Ja, die Burg Rothenfels steht hier jetzt schon seit vielen Jahrhunderten. Können Sie mir vielleicht eine Geschichte, eine Sage darüber erzählen? Ja, es gibt eine spezielle Sage zur Burg Rothenfels, das ist das Wunder von Rothenfels. Und zwar kam der Bischof einmal auf Besuch, seine Ländereien zu begutachten. Und der Verwalter und seine Frau waren natürlich voller Aufregung und haben den Bischof begrüßt. Der Verwalter ist entgegengeritten und seine Frau ist hier geblieben auf der Burg und hatte ein kleines Kind am Arm und wollte vom Fenster dann herunterschauen, wie das ganze Gefolge hier einzieht durch das Wölzertal. Und dann war das Kind aber sehr, sehr lebendig in ihren Armen und ist ihr entglitten hinunter über den steilen Felsen. Circa 90 Meter sind es hinunter bis zur heutigen Bundesstraße. Ja, und das ist, die Leute haben das natürlich von unten gesehen und waren sehr bestürzt und traurig über diese Tatsache und sind gleich zur Absturzstelle geritten und haben versucht, wollten den Leichnam bergen und haben dann dieses Kind aber spielend, fröhlich mit Steinen und Zapfen sozusagen aufgefunden. Und es ist scheinbar von einer großen Fichte aufgefangen worden und an den Ästen sanft hinunter bis zum Boden geglitten. Ja. Und so war das Wunder von Rothenfels, dass dieses Kind überlebt hat. Eine sehr schöne Geschichte. Ja. Ja, kommen wir zum Wohnen auf Burg Rothenfels. Die Burg ist ja auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Herberge. Seit wann kann man denn hier jetzt Urlaub machen? Ja, angefangen hat meine Großmutter eigentlich damit. Sie wurde gefragt von Urlaubsgästen in Oberwölz, ob man die nicht einmal auf der Burg nächtigen kann. Und es war damals noch sehr, sehr schwierig und spartanisch, weil fast keine Badezimmer oder keine Waschmöglichkeiten vorhanden waren. Und ja, heute ist es sehr, sehr viel angenehmer. Wir haben einiges getan und immer wieder mal ein paar Möglichkeiten geschaffen. Und so bietet die Burg heute 4 Doppelzimmer, die sehr exklusiv ausgestattet sind und in dem Rahmen ganz gut hereinpassen. Und die Gäste, die hier wohnen können, können das Ambiente, das Historische genießen und im Innenhof sitzen am Abend und die Sterne beobachten. Und es ist schon sehr schön. Viele Gäste sagen immer, hier bleibt die Zeit stehen bei uns.
Ja, aber neben den Burgzimmern kann man ja auch vor der Burg Urlaub machen, nämlich campen. Genau, ja, richtig. Es gibt auch den Campingplatz rund um die Burg. Er bietet ca. 80 bis 100 Stellplätze. Und die Leute schätzen auch hier sehr die Natur und die Wandermöglichkeiten in die Berge, die sehr nahe gelegen sind. Natürlich die bewirtschafteten Hütten im Wölzertal, also im Eselsberger Graben. Und auch Oberwölz als Stadt selber, ne, die Einkaufsmöglichkeiten sind Gott sei Dank noch alle hier vorhanden, obwohl es so ein kleiner Ort ist. Und auch so die Möglichkeit, Lagerfeuer zu entzünden am Campingplatz und da gemeinsam mit Freunden zu sitzen und zu grillen abends. Ja. Stelle ich mir sehr schön vor. Ja, aber man kann nicht nur Urlaub machen, sondern es gibt auch Events hier auf der Burg Rothenfels. Richtig, ja, wir haben jetzt am kommenden Wochenende ein Hochzeitsevent hier. Eine Hochzeitsgesellschaft, man kann aber genauso gut Seminare, kleinere machen und Geburtstagsfeiern, genauso wie ja, Workshops oder anderes. Also das ist alles möglich und das nehmen die Leute auch sehr gerne an. Es ist, hängt immer ein bisschen von der Gruppengröße an, wir sind da sehr flexibel, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eher für kleinere Gruppen am besten geeignet. Ja. Sie haben schon angesprochen, um die Burg rundherum kann man auch einiges erleben. Was zählt denn da noch alles dazu? In der Stadt Oberwölz gibt es das Österreichische Blasmusikmuseum, was sehr interessant ist. Dann ein Schwimmbad gemeinsam mit dem Hochseilklettergarten. Sehr, sehr spannend, nehmen die Urlauber sehr gerne an. Und ja, die Wandermöglichkeiten sind sehr ausgedehnt und auch die Berge bieten ein sehr, sehr schönes Panorama. Die Burg Rothenfels hat ja eine grüne Vision. Wie schaut diese aus? Ja, wir versuchen uns immer den aktuellen Gegebenheiten, Klimawandel ist ein Stichwort, was überall in aller Munde ist, auch hier anzupassen. Und so schauen wir, dass wir unseren Strom mit einer Photovoltaikanlage selbst großteils produzieren können, auch für den Campingplatz. Und von den Heizmöglichkeiten haben wir versucht oder haben wir schon seit sehr, sehr langer Zeit umgerüstet auf Hackschnitzel, damit wir mit Holz heizen können und nicht die fossilen Brennstoffe benutzen müssen. Ja. Sehr schön. Sie sind ja auch Obmann vom Verein Burgfreunde Rothenfels. Worum handelt es sich dabei? Die Burgfreunde Rothenfels unterstützen uns als Eigentümer in großartiger Weise, insbesondere dann, wenn wir eigene Veranstaltungen durchführen, Konzerte oder andere, ja, hauptsächlich sind es Konzerte oder andere Feste, die hier zur Erhaltung der Burg Rothenfels dienen. Also der Reingewinn fließt den Burgfreunden zu und die machen dann damit Arbeitsleistungen eigentlich, um die unterschiedlichen Themen, Renovierungsarbeiten immer wieder besser handeln zu können. Natürlich ist es aber so, dass das ein sehr, sehr kleiner Teil eigentlich ist. Der Hauptteil wird vom Forstbetrieb Rothenfels geleistet und die Burgfreunde sind da als Unterstützung, wenn Arbeitskraft gebraucht wird und noch zusätzliche Manpower sozusagen. Ja. Und mit welchen Herausforderungen wird man eigentlich so konfrontiert, wenn man Eigentümer einer Burg ist? Das sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Ich habe, sage immer, spaßhalber, es ist mir ein Privileg, dass ich nie arbeitslos werden kann, maximal pleite gehen. Aber es ist so, dass die Tagesabläufe sehr, sehr unterschiedlich sind und man muss sich vorstellen, man kennt es vielleicht vom eigenen Einfamilienhaus. Man hat immer irgendwas zu tun, es gibt immer irgendwelche Themen und es ist einfach da hier etwas größer und dementsprechend sind auch die Themengebiete noch vielfältiger. Ja, kommen wir mal zu Ihnen persönlich. Was ist für Sie persönlich das Besondere an der Burg Rothenfels? Das Besondere ist sicherlich das Erscheinungsmerkmal und diese historische Umgebung, diese Gewachsenheit durch die vielen Jahrhunderte. Und das hat meine Großmutter eigentlich sehr, sehr schön ausgedrückt. So ein Gebäude besitzt man nie, sondern man begleitet es nur einen kurzen Lebensweg. Weil wenn man betrachtet, es ist jetzt mehr als 1000 Jahre alt, alte Teile und auch die jüngeren Teile sind mehr wie 500 Jahre alt. Man kann in einem Menschenleben gar nie so viel machen, dass alles super perfekt ist, sondern man kann nur das Beste tun, um eben diese Burg zu erhalten und für die Nachwelt zu sichern. Ja. Und wenn jetzt Besucherinnen oder Besucher hierher kommen, was möchten Sie, dass diese mitnehmen von ihrem Besuch hier auf der Burg Rothenfels?
Was möchte ich, dass die mitnehmen? Eigentlich diese Begeisterung, dass man einen Sinn findet in dem, was man tut und was man arbeitet, dass man sich hin und wieder die Frage stellt, aus der Zukunftsperspektive heraus, wer wollen wir gewesen sein, dass man etwas hinterlässt auf dieser Welt und eigentlich auch versucht, es etwas ja, auf eine gewisse Art und Weise auch selbstlos zu tun, weil man eben hier viel Arbeit hineinsteckt. Genauso kann das jeder in seinem eigenen Wirkungsbereich tun, etwas Besonderes zu finden, was nicht nur der modernen Arbeitswelt dient, sondern auch etwas, was der Allgemeinheit dient und was man mitnehmen kann oder was bleibt von einem Jahr. Ja, Sie sind auch beim Verein Unser Oberwölz. Worum geht es dabei? Unser Oberwölz ist ein ganz neues Format in Oberwölz. Ja, wir haben versucht, mit jungen Bewohnern hier und mit engagierten Leuten eine Gruppierung zu finden, die neue Veranstaltungsformate, Kulturformate findet, die nicht nur auf der reinen Wirtshauskultur einerseits basieren und auch nicht nur auf den Tourismus ausgerichtet sind, sondern wirklich für die Oberwölzer selber, für die Bewohner hier etwas Wissenswertes bieten. Und so haben wir hin und wieder einen Montagstalk, wo spannende Leute eingeladen werden, die dann interviewt werden. Und auch andere so Workshops, Seminare, die hier durchgeführt werden. Eine Kräuterwanderung hatten wir, wo man spazieren geht durch das Wölzer Tal und dann Kräuter sammelt und die dann verarbeitet in Aufstriche. Oder eine Barfußwanderung, einfach eine spirituelle Erfahrung. Genauso wie eine Sonnenaufgangswanderung. Es war auch schon sehr, sehr spannend. Ja. Sehr interessant. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews angelangt. Es fehlt noch der Kanal 3 Fragebogen. Ich starte mal, das mache ich in der Früh als erstes. Also als erstes in der Früh schaue ich kurz auf mein Telefon und versuche die Termine für den kommenden Tag sozusagen zu koordinieren. Und dann begrüße ich unsere Mitarbeiter persönlich immer, weil es einfach wichtig ist, dass man da den persönlichen Kontakt pflegt. Ja. Das schätze ich an Oberwölz ganz besonders. Die Ruhe und die Verbundenheit der Leute, dass hier einfach die Leute gemeinsam an etwas arbeiten und dass die Gemeinschaft gestärkt wird auch. Ja. Das verbinde ich mit der Burg Rothenfels. Das verbinde ich mit der Burg Rothenfels. Ja, eine tolle Lebensqualität hier für mich persönlich und in der Hoffnung, auch für die anderen ein Baudenkmal, an dem man sich für Oberwölz orientieren kann auch. Das mache ich gerne im Sommer. Im Sommer arbeite ich gerne, weil das einfach unsere Saison ist, aber ich fahre auch gerne mit dem Motorrad hin und wieder mal wo weg. Ja. Das mache ich als letztes am Abend. Meistens am Abend sieht man noch die zwei Lichter im Büro bei mir, weil ich eher ein Abendmensch bin und da versuche, die produktiven Tätigkeiten im Büro zu erledigen. Ja. Okay, danke. Dann sage ich danke für das Interview und für das nette Gespräch. Bitte gerne. Danke auch fürs Kommen. Natürlich haben wir auch diese Woche wieder interessante Kurznews für Sie vorbereitet. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Bei den World Beer Awards am 7. August in London sorgte die Genossenschaftsbrauerei Murau für eine Sensation. Sie bringt den Weltmeistertitel in der Kategorie Bavarian Style Hefe Weißbier nach Österreich. Zudem holte die Brauerei 4 Goldmedaillen als Country Winner für das Murauer Märzen, Pils und den Holunder und Marille Radler ab. In Summe sind über 3500 Biere aus 50 Ländern verkostet und beurteilt worden. Am ersten Tag der Hartberger Radsporttage fand die österreichische Straßenmeisterschaft der Nachwuchsklassen statt. Marco Stocker, der als Favorit in das 40 Kilometer lange Rennen ging, kam als erster mit 42 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Am zweiten Tag beim Straßenrennen in Grafendorf bei Hartberg holte sich der frisch gebackene österreichische Meister der U15 den zweiten Sieg. Auch in der Kategorie U15 am dritten Tag konnte Stocker den ersten Rang belegen.
Die Veranstaltung Aspekte des Heilens fand von 15. bis 19. August in Wörschach statt und das bereits zum 14. Mal. Es wird eine bessere Zusammenarbeit zwischen Menschen in klassischen Gesundheitsberufen und Humanenergetikern und Schamanen angestrebt, um gemeinsam Methoden für Heilung zu finden. Vorträge, Workshops, Beratungen und vieles mehr gab es für alle, die energetisch tätig sind, für Ärzte und Therapeuten, aber natürlich auch für all jene, die sich für Gesundheit, Spiritualität und Kultur interessieren. Das war unser Obersteiermark-Magazin diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Alle Beiträge und Informationen gibt's auf unserer Homepage www.kanal3.tv oder statten Sie uns doch einen Besuch auf Facebook, YouTube oder Instagram ab. In der Murtaler Zeitung gibt's jede Woche eine aktuelle Programmübersicht. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams bei Ihnen fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.